Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma Grotech. Heute geht es um Abschäumer. Ich zeige euch mal, was ein Abschäumer ist, wie er funktioniert und welche Abschäumer wir haben. Viel Spaß beim Zuschauen. So, hier haben wir den PS 250. Wir haben jetzt ein bisschen größeren genommen, wegen dem Film, dass man auch die Sachen genau nachher sieht. Abschäumer ist ein Filter fürs Meerwasseraquarium. Gut, im Süßwasser gibt es das wohl auch, aber ja, da wird dann sehr viel Wasser abgeschäumt. Beim Salzwasser will man ja eigentlich nur die Schwebstoffe und das Eiweiß rauskriegen. Und ein Abschäumer funktioniert folgendermaßen. Man sieht jetzt hier, das ist der Korpus. Oben ist der Schaumdeckel drauf, den kann man runternehmen, um zu leeren. Ja, das Wasser, also der Wasserstand ist nachher ungefähr hier, so 15 cm. Das Wasser wird hier eingesaugt durch die Pumpe, durch die AP 1600. Hier haben wir eine Venturi-Düse. Und die Venturi-Düse funktioniert folgendermaßen. Das Wasser fließt durch die Düse durch. Man sieht hier eine Querschnittsverengung, also eine Beschleunigung der Fließgeschwindigkeit, und dadurch saugt es eben Luft von hier oben ein. Hier oben sieht man einen Schalldämpfer. Der dämpft die Ansauggeräusche vom Abschäumer. Das ist relativ laut. Ich glaube, Grotech war so ziemlich der Erste, wo sowas gehabt hat an seinen Abschäumer. Schau schon welchen her. Dann wird die Luft hier, praktisch das Luft-Wasser-Gemisch, kommt dann in die Pumpe rein und wird dann die Luft in möglichst kleine Blasen zerschlagen. Ich habe jetzt mal hier so eine Pumpe hier, können wir mal aufmachen. Das ist praktisch die gleiche Pumpe, wie da eingebaut ist. Das sieht man ja schon innen, so ein gelbes Teil mit ganz vielen Nadeln. Mit dem heißt das Ding auch Nadelrad. Mach es mal auf. Das ist praktisch, und es dreht sich nachher. Und dann wird dann praktisch das Wasser nach oben befördert. Hier rein. Dann dreht sich das. Sieht man die Richtung. Das Wasser kommt dann nach da wieder raus. Und durch die Nadeln wird die Luft, die großen Luftblasen zerschlagen. Je kleiner die Luftblase im Verhältnis, desto mehr Oberfläche hat sie. Und durch das Zerschlagen und Wirbeln im Wasser lädt sich die Luftblase elektrostatisch auf und zieht eben Eiweiß und Kolloide, also die kleinen Schwebstoffe im Aquariumwasser an, bindet sie an der Oberfläche, und dann können wir weiter gucken, der weitere Weg. Also praktisch, wir haben es jetzt hier gesehen, es kommt dann hier oben raus, das ist dann hier im Abschäumer drin wieder. Wenn wir reingucken, also man sieht ja hier, haben wir wieder die Öffnung von der Pumpe. Der Wasserschwall prallt praktisch gegen diese Fläche hier. Und das Wasser verteilt sich dann hier in dem Behälter hier und strömt dann durch die vielen kleinen Löcher langsam nach oben. So eine Beruhigungszone dann hier oben. Die Luftblasen wollen dann nach oben im Wasser. Hier oben bildet sich dann der Schaum in dem Schaumrohr praktisch. Und der Schaum steigt dann langsam hoch. Also ist idealerweise eine braun-grün-schwarze Schaummasse. Und die wird dann hier eben durch das Rohr hier umgelenkt über das Schaumrohr drüber. Und hier drin sammelt sich dann wieder der Schaum, bzw. der Schaum fällt dann zusammen. Wird dann halt eine schwarze, dunkle, stinkige Brühe. Also wir haben jetzt hier auch bei allen Abschäumern haben wir hier einen Ablass dran. Den kann man hier aufmachen, da kann man dann einen Schlauch anschließen, wenn man jetzt mal in Urlaub geht, dass da nichts passiert. Normalerweise soll man ja, oder man soll eigentlich den Abschäumer eigentlich täglich putzen, weil sich halt trotzdem, da geht jetzt nicht alles über das Schaumrohr, es lagert sich hier auch was an mit der Zeit. Und dann wird halt die Abschaumleistung ein bisschen reduziert. Aber wenn man es regelmäßig putzt, funktioniert das wunderbar. Gut, die Luft, die jetzt nach oben geht, die muss natürlich auch irgendwo raus. Die geht dann durch die Löcher hier im Deckel, geht die dann raus.
Ja, und jetzt haben wir natürlich den Wasserstand, habe ich ja vorher schon gesagt, der ist ungefähr hier einzustellen. Also im Filterbecken, im Sump-Filterbecken ist der Wasserstand hier. Jetzt muss man natürlich auch den Wasserstand im Abschäumer irgendwo auf die Höhe hier ungefähr bringen. Und dazu haben wir hier ein Rädchen. Ich mache jetzt mal den Deckel runter, dass nicht was passiert. Und wenn ich jetzt hier praktisch drehe, dann öffnet sich unter die Klappe. Das heißt praktisch, es läuft Wasser raus, der Wasserspiegel im Abschäumer sinkt. Oder ich drehe es zurück und die Klappe geht zu und der Wasserspiegel steigt wieder im Abschäumer. Das muss man dann idealerweise so einstellen, dass das Flotat, also der abgeschäumte Schmutz nicht zu hell ist und ja, dass es auf jeden Fall abschäumt. Was man jetzt hier auch schön sieht, wir haben jetzt hier überall bei den ganzen Abschäumern sind unten Silikonfüße drin, um die Vibration, jede Pumpe vibriert in mehr oder weniger, dass man die Geräusche oder die Vibration nicht aufs Aquarium überträgt und es dann irgendwie anfängt zu brummen. Hier sieht man es nochmal gut, auch mit den Füßchen. Praktisch da vibriert nichts oder die Vibrationen, die werden durch die Füßchen absorbiert, also passiert nichts. Ja, jetzt nochmal hier, der ist der 250er und das ist der 130er. Der da, der 250er, der zieht 38 Watt. Der kleine hier 12, sieht man auch schon am Controller. Habe ich vielleicht vorher vergessen, wir haben zu erwähnen, bei uns sind natürlich überall Gleichstrompumpen eingebaut, wo man die Drehzahl regeln kann. In neuen Stufen regelbar. Sieht man am Netzteil. Und das Netzteil ist für den Kleinen ist viel kleiner, wie das für den Großen hier Abschäumer. Aber jetzt würde ich einfach mal so den 130er, den schmeißen wir jetzt mal ins Wasser und dann schauen wir mal, kann man es vielleicht besser sehen auch, was ich jetzt erklärt habe mit dem Schaum und mit dem Wasser und wie das alles fließt. So, jetzt schalten wir mal an. Dann haben wir so volle die Stufe 9, wir können da mal runterfahren. 4, tut sich noch nicht so viel. So, Maximum. Jetzt müssen wir warten, bis es hochsteigt. Wie gesagt, unten wird es eingesaugt, hier kommt die Luft, wird hier unten gemischt, wird unten reingeblasen und hier steigt dann der Schaum hoch. Und oben bilden sich dann irgendwann mal, gut, das ist jetzt kein Aquarium, man sieht es aber hier auch schon, die großen Blasen und wenn es im Aquarium ist mit Fische drin, dann ist das da oben dunkel. Wir haben jetzt hier zwar auch aus dem Aquarium das Wasser, aber anscheinend, wir haben halt einen guten Abschäumer drin, da ist halt nicht so viel Dreck drin. Aber man sieht es jetzt hier auch schon, also sie steigen jetzt schon, fangen an hochzusteigen, die großen Blasen und oben platzen sie dann und dann läuft es idealerweise dann oben drüber, aber jetzt wie gesagt in kleiner Wassermenge wird es nicht so unbedingt funktionieren. Jetzt machen wir mal spaßhalber den Schalldämpfer weg, was der bringt. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen so und so. Dann lieber so mit Schalldämpfer. Kann man festschrauben, dass es nicht da rumwackelt. Gut, aber ich glaube, wir werden hier nicht mehr einen Schaum kriegen mit dem Aquariumwasser. Aber man kann es ja erkennen praktisch. Hier steigt es hoch und im Aquarium mit Fische drin. Ein bisschen sieht man, dass es dunkel wird. Also ganz leicht sieht man, dass es nicht mehr weiß ist. Sieht man es auf dem Film nachher auch? Weiß es nicht. Also es ist nicht mehr ganz weiß, es ist ein bisschen dreckig. Also der holt jetzt das, was jetzt in der geringen Menge Wasser hier drin ist, sind 15, 20 Liter sind es jetzt. Ja, also wir haben früher schon, wir haben manchmal die Leute angerufen, haben gesagt, oh, ich habe einen Abschäumer, der funktioniert gar nicht, da kommt gar nichts raus. Und dann fragt man dann, ja, was ist in dem Aquarium drin? Ha, ein Blenny ist drin und noch keine Korallen. Ja gut, irgendjemand muss Dreck machen, wo der Abschäumer rausholt. Auf keinen Fall mit Spiritus oder sonst was putzen, das geht Acryl kaputt. Keine Lösungsmittel. Einfach klares Wasser zum Putzen, kleines Bürstchen. Ja, und dann habt ihr viel Freude oder Langfreude an dem Abschäumen, weil
kaputt gehen tut eigentlich normalerweise nichts. Das war jetzt der 130er und wie ihr vielleicht schon mal im Hintergrund mal gesehen habt, da hinten steht noch so ein ganz dicker. Der kommt mal in unser Becken rein. Der hat 3 Pumpen drin. Funktioniert im Prinzip genauso, bloß halt alles ein bisschen größer. Wir haben jetzt was vorbereitet für euch. Wir haben mal alle unsere Abschäumer der PS-Serie aufgebaut. Können wir hier anfangen, der kleinste, das ist ein Einhängeabschäumer für ins Aquarium reinzuhängen, für Kleinbecken bis 300 Liter. Und die anderen 100er, 130, 160, 200, 220, 250, 300, die gehen dann bis zu 3000 Liter und sind alle in Filtersumpf einzusetzen. Funktionsweise ist bei allen im Prinzip gleich, habe ich euch ja vorher schon erklärt, wie es funktioniert. Gut, muss jeder wissen, für welchen es ihr sich entscheidet von der Größe her. Überdimensionieren kann man, kann auch unterdimensionieren. Kommt eben darauf an, welchen Besatz man hat, ob man jetzt viele Fische hat oder wenige Fische und viele Korallen. Ist eben Ansichtssache. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht noch was gelernt. Anregungen, Kommentare, schreibt da einfach drunter. Guckt, könnt auch mal vorbeigucken bei Facebook und Instagram, YouTube. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.